Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch willkommen an alle Neuen. Irgendwie habe ich einen Haarmund. das Los von langhaarigen Menschen. Ja, ich habe gedacht, wir machen heute das Monatsupdate vom Dezember 2022. Es ist ja jetzt schon das neue Jahr. Aber das bin ich euch noch schuldig geblieben. Es wird wahrscheinlich auch relativ schnell gehen, da ich nur an wenigen Projekten, dafür aber sehr viel und sehr konstant gearbeitet habe. Aber wie gesagt, das wollte ich euch nicht vorenthalten, was ich im Dezember denn so alles gemacht habe. Und mir fällt auf, dass ich ein Projekt gerade nicht hier habe. Kleinen Moment bitte. Bin sofort wieder da. So. Da bin ich wieder. Das Projekt, mit dem ich anfangen will, hatte ich jetzt nicht hier. Aber ihr kennt es schon, wenn ihr meinen Kanal länger verfolgt. Die liebe Stitchy Mama und die liebe Zenobi, ich verlinke die beiden unten, da könnt ihr auch mal bei den beiden vorbeischauen, sticken das ebenfalls und ich bin etwas vorgeprescht wahrscheinlich, denn ich habe kurz vor Weihnachten beschlossen, dass ich es meiner Schwiegermama zu Weihnachten schenken könnte, falls ich es schaffe. Das habe ich dann gelassen, weil es doch ziemlich stressig war und ich wusste, dass ich in den Weihnachtsfeiertagen wahrscheinlich wenig Zeit haben werde, zu sticken. Denn ja, es war einfach ziemlich viel zu tun. Und deswegen habe ich dann, wenn ich dazu kam, dran gestickt. Aber ansonsten habe ich versucht, mir dann eben doch nicht mehr den Druck zu machen, es bis Weihnachten fertig zu haben. Es fehlen jetzt noch ein paar Stiche. Und zwar ist das Angel Vision, nennt sich das, von Theresa Kogert. Ihr habt das Bild schon gesehen. Ich kann euch auch nochmal einblenden. Hier könnte ich euch nochmal einblenden, wie es eigentlich fertig aussieht. Man sieht schon relativ viel bei dem Bild, was ich jetzt hier euch in die Kamera halten kann. Sieht man schon, dass es so aussieht wie das, was es mal werden soll. Aber ihr seht auch, es ist unheimlich viel Konfetti und hier fehlen überall immer noch kleine Stiche. Die arbeite ich jetzt nach und nach ab. Und da habe ich, wie gesagt, ziemlich viel dran gearbeitet. Ich bin jetzt ungefähr so bei 88%. Und hoffe, dass ich das möglichst schnell fertig bekomme, weil ich auch finde, dass es eine unheimliche Ausstrahlung hat. Und weil ich schon den perfekten Rahmen hier liegen habe. Und ich denke, das wird wirklich ein schönes Geschenk. Das bekommt sie jetzt halt einfach nachträglich. Und ja, ich bin froh, dass ich da wirklich so hart dran gearbeitet habe. Ich habe jeden Tag versucht, 200 Stiche Minimum zu machen. Hat manchmal mehr, mal weniger geklappt. Aber an sich ist man dann gut vorangekommen. Man muss dazu sagen, 200 Stiche klingt für einige wahrscheinlich nicht so sonderlich viel. Aber da dieses Bild so voller Konfetti ist, ist das wahnsinnig viel. Dadurch, dass es so viel Konfetti hat, ist es nämlich so, dass man wahnsinnig langsam vorankommt. Und 200 Stiche schon wirklich eine richtige Leistung sind für den Tag oder den Abend, wie auch immer. Und da muss man wirklich sagen, dass es ist schon sehr fordernd, das Bild. Also wer Konfetti nicht mag oder damit keine guten Erfahrungen gemacht hat, dem würde ich abraten von diesem Bild, weil es wirklich sehr viel Konfetti hat. Ich kann euch mal die Rückseite zeigen. Da habe ich ziemlich viele Fäden gezogen, aber einfach, ja, es ging an einigen Stellen gar nicht anders. Weil ich nicht jedes Mal den Faden abschneiden brauche und wieder vernähen brauche, da verbrauche ich am Ende mehr Faden, als es kurz rüber zu ziehen. Genau. Ja, also es ist ein spannendes Projekt, es macht Spaß. Es sind ja eigentlich nur zwei Farbgruppen, einmal weiß und einmal Brauntöne. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich finde es schön, es wachsen zu sehen. Und ich bin ganz ungeduldig, ich würde es am liebsten jetzt sofort fertig haben. Aber das dauert noch ein paar Tage. Aber ich werde wirklich richtig stolz sein, wenn ich das dann fertig habe. Und vor allem, wenn es dann im Rahmen ist, weil der Rahmen wirklich, ich sag's euch, aber da werde ich euch nochmal ein eigenes Video machen. Und werde vielleicht sogar mal filmen, wie ich das einrahme, weil ich finde, da gibt es irgendwie immer ziemlich wenig Videos drüber. Und
In der Hoffnung, dass ihr mich nicht dafür verurteilt, wie stümperhaft ich sowas einrahme. Aber am Ende ist es im Rahmen und das ist die Hauptsache. Genau. Dann habe ich etwas bestickt jetzt noch in den letzten Tagen. Ich habe nämlich was zum Geburtstag bekommen. Ich habe ja gleich nach Weihnachten ein paar Tage danach Geburtstag. Und zwar ist das von der Cross-Stitch Guild, also von der Kreuzstich-Gilde, ist das eine limitierte Kollektion. Und zwar ist das dieses kleine Gartenhäuschen hier. Das ist so eine Box, die verschiedene Sachen enthält. Also einmal so ein Maßband hier mit passendem Design. Ich glaube, auf dem Maßband ist ein Blumentopf drauf. Dann gibt es ein kleines Nadelkissen. Ein Nadelbuch, also wo man im Prinzip dann die Nadeln reinstecken kann. Und dann gibt es hier noch so eine Scherentasche mit einem Anhänger. Und die Schere ist auch dabei und das Maßband auch. Also im Prinzip sind alle Materialien vorhanden, die man für dieses Projekt braucht. Und ich fand das so süß, dass alles so in diesem Gartenthema ist. Also auf der Schere ist auch eine Blume drauf, auf diesem Nadelkissen, ich weiß nicht, ob man es sieht, sind eine Harke und eine Schaufel drauf und es ist einfach super süß. Und wenn man dann eben alles fertig gestickt hat, dann kann man das alles in diesem Gartenhäuschen verstauen und hat dort seine ganzen Utensilien drin. Und ich denke, da könnte man auch noch ein paar andere Utensilien mit rein pfropfen. Und ich fand das so niedlich, dass ich mir das gewünscht habe. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es geschenkt bekomme, ehrlich gesagt, weil es ganz schön teuer ist. Und ja auch eine ordentliche Lieferzeit hat. Aber da hat mir jemand zugehört und mich überrascht. Und da freue ich mich so. Genau. Und zwar habe ich angefangen mit der Rückseite des Gartenhäuschens. Da bin ich jetzt so weit. Es wird auf 32, ich würde sagen, es ist 32 Count. 32 Count gestickt und 2 über 2. Und das dauert länger, als man das am Anfang so denkt, weil man denkt, ja gut, da ist ja nicht viel dabei, sind so ein paar Zaunlatten und dann ein bisschen Rand und ein paar Blumen im Gartenhäuschen, aber es dauert seine Zeit und ich habe aber gedacht, ich fange mit dem Häuschen an, weil ich es schöner finde, wenn man das Gartenhäuschen fertig hat und dann die ganzen Utensilien gleich reintun kann. Aber ich denke, es wäre auch schön gewesen, die kleinen Sachen zuerst zu machen. Dann hat man wenigstens ein Erfolgserlebnis zwischendurch. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Projekt. Also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Projekt haltet. Aber ich habe es gesehen und ich war so verliebt und ich bin immer noch so begeistert davon, weil es gibt einfach so Sachen, die sieht man und denkt sich, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Was für eine coole Idee. Und ja, da musste ich einfach zuschlagen. Mir fällt ein, ich habe bei der Begrüßung ganz vergessen, euch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr zu wünschen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass dieses Jahr sehr viel schöne Sachen für mich bereithält. Nicht nur meine Hochzeit, sondern auch gesundheitlich bin ich sehr motiviert, das alles wieder in den Griff zu bekommen. Und ich wünsche euch auch nur das Beste. Also ich wünsche euch einfach das, was ihr braucht, ne? Gesundheit, Erkenntnisse, Liebe, Glück, was auch immer euch gerade wichtig ist oder was für euch gerade einfach eine Wende bringen würde, das wünsche ich euch. Und jetzt machen wir mit dem dritten Projekt weiter. Und zwar muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe das Bild, glaube ich, letztens schon mal eingeblendet. Das heißt, ich blende es euch hier nochmal ein. Und zwar ist das der Christmas Tree. Der Christmas Tree, also der Weihnachtsbaum von Mirabilia aus dem Jahre 2006. Das ist eine limitierte Version. Und ich sticke das zusammen mit der lieben Sabrina Music and More. Verlinke ich euch auch unten. Und ich habe das dann auch angefangen, nachdem die Materialien zum Teil angekommen waren. Einige sind noch unterwegs. Und wir haben auch einen gemeinsamen Needleminder, und zwar den hier. Ist der nicht süß? Stitch Buddy steht da drauf. Ja, und ich bin mittlerweile so weit,
Also ich habe in der Mitte angefangen, konnte es nicht erwarten und habe schon ein paar Perlen gestickt. Ich wollte einfach wissen, wie es aussieht und ich finde es so wunderschön. Und dann habe ich mich nach oben vorgearbeitet und jetzt bin ich hier kurz davor, diese Farbe abzuschließen, weil der obere Teil des Baums wird dann noch in einer anderen Farbe gestickt. Ja, gefällt mir wahnsinnig gut und ich weiß nicht, ob ich es auf der Kamera überhaupt hin. Ah ja, hier seht ihr es ein bisschen. Ich sticke das ja auf so einem Glitzerstoff. Und der Glitzer ist halt Gold und ja, es sieht einfach so schön aus. Und es wäre mein Wunsch, den Baum an sich, also den Kreuzstich wenigstens fertig zu bekommen dieses Jahr, damit wir dann anfangen können, den Baum zu schmücken in der diesjährigen Weihnachtszeit. Das fände ich ziemlich cool, wenn wir das zusammen machen könnten. Also mal gucken, ob ich das hinbekomme. Denn wir wissen ja, wie das ist. Manchmal hat man Lust drauf und manchmal nicht. Aber ich bin froh, dass ich schon so weit gekommen bin, weil auch das ist auf 32 Count und dauert länger, als man vorher gedacht hätte. Der Weihnachtsbaum, aber es ist so ein schönes Motiv und ich liebe ihn so sehr. Es macht so Spaß, daran zu sticken, auch wenn das nur eine Farbe bisher ist. Aber vielleicht auch deswegen. Man muss natürlich wegen den Lücken aufpassen, dass dann auch wirklich die Lücken da sind, wo sie hin sollen. Ja, aber schön. Wirklich toll. Und sagt mal selbst, also die Perlen, das sieht so schön aus einfach. So weihnachtlich. Freue mich schon auf die ganzen anderen Perlen. Das wird ein richtig gutes Projekt, sage ich euch. Ja. Ja, und das ist es auch schon gewesen. Also diese drei Projekte habe ich im Dezember in die Hand genommen. Ich habe viel an dem Engel gestickt, deswegen sind andere Projekte liegen geblieben, aber wie gesagt, haben sich die beiden anderen noch dazwischen gemogelt. Einmal eben das Projekt mit Sabrina und dann mein Geschenk. Ich habe auch noch ein paar andere Geschenke bekommen, die ich euch aber gerne in einzelnen Unpackings vorstellen würde. Ich denke, das wird den Projekten mehr gerecht. Einige sind auch noch unterwegs. Ja, ich musste mir schon von einigen anhören, dass ja so viel aus der USA kommt, aber ich weiß gar nicht, bei einigen Sachen verstehe ich es. Bei anderen dachte ich mir, warum haben die das in den USA bestellt? Das gibt's doch auch hier. Aber wahrscheinlich haben sie nur auf Amazon geguckt und naja, wir wissen ja, wie es dann manchmal läuft. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar für die ganzen Geschenke. Und ich habe mich auch selbst beschenkt. Ich habe mir auf eBay etwas ersteigert. Etwas ganz Besonderes und da freue ich mich schon, es euch vorzustellen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, drückt mir weiter die Daumen, dass das mit der Gesundheit wieder besser wird. Eure Spenden habe ich nicht vergessen. Ich habe sie auf einem extra Konto deponiert. Das heißt, ich komme da auch nicht ran im Alltag. Und benutze es nur, also ich überweise mir dann nur etwas, wenn ich was für die Gesundheit ausgegeben habe, sodass ich das halt auch wirklich trennen kann. Momentan sind es eher laufende Kosten, wie gewisse Injektionen oder Augentropfen. Das mit der Blutwäsche ist jetzt so ein bisschen auf der Kippe, weil das auch von den offiziellen Arztverbänden nicht mehr so gut angesehen wird. Also es wird kritisiert offen, weil leider viele Geld damit machen, obwohl es bei bestimmten Beschwerdebildern von Long-Covid gar nicht hilft. Und da ist aber meine neue Hausärztin zum Glück sehr versiert und wirklich sehr engagiert auch. Ich werde wahrscheinlich demnächst auch nochmal in die Neurologie überwiesen und da wird nochmal geprüft, dass wirklich nichts Neurologisches vorliegt. Und ja, dann bleibt abzuwarten, wie sich auch die ganze Lage mit Long-Covid entwickelt. Und zur Not werde ich dann wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir Cortison spritzen lassen, einfach um die Entwicklung aufzuhalten, soweit das geht. Weil ja, es gibt einfach Sachen, die sind sehr viel schlimmer als Cortison. Und deswegen bin ich jetzt einfach erstmal dankbar dafür, dass es jetzt einen Fahrplan gibt, dass ich versuchen kann, wieder ein bisschen auf den Damm zu kommen. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich im Dezember eine kleine Auszeit hatte. Einfach, weil es wirklich sehr harte Monate waren und vor allem der November uns viel abverlangt hat.
Und mir geht das jetzt schon viel, viel besser. Und ich danke euch für eure lieben Nachrichten. Das hat mich unheimlich gefreut. Ich bin auch immer noch total dankbar dafür, ja, dass ihr bei mir geblieben seid, weil ich habe mir ja jetzt sozusagen eine kleine Endjahrespause gegönnt hier auf dem Kanal. Und ja, ich halte euch auf jeden Fall, wie versprochen, regelmäßig auf dem Laufenden. Nicht nur was mich angeht, sondern natürlich vor allem meine Stickprojekte. Ja, und ich denke, wir hören demnächst bald wieder voneinander, wenn ich euch meine Projekte vorstelle. Und bis dahin lasst ihr es euch bitte gut gehen, bleibt mir gesund und wir horchen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!